Es ist wieder Zeit für eine Runde Kaffee. Ich war diesmal in einer Rösterei namens Neues Schwarz. Die befindet sich an der Saarlandstraße und sie ist extrem fancy, relativ jung, junges Team, nette Leute dort. Und ich habe zwei Sorten Kaffee mitgebracht und zwar einmal La Esperanza und Samambaia. Einmal aus Brasilien, einmal aus Guatemala. Ich habe leider total verrafft, den letzten Kaffee aus dem Röstwerk zu testen, beziehungsweise dafür was aufzunehmen. Aber ich kann euch sagen, der war sehr gut. Ich habe die Wahl zwischen Kakao-Walnuss-Rohrzucker oder Mandarine, Milch, Schokolade und Rohrzucker. Ich glaube, ich entscheide mich heute mal für Mandarine. Sind das jetzt die Aromen da drin? Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich mache ihn einfach mal auf. Er riecht sehr gut, aber er riecht mehr wie... Da würde ich ja gerne mal reinbeißen. Schauen wir uns mal die Bohnen an. Sehen sehr gut aus. Keine Brüche dabei, gar kein Insektenfraß. Eine gute Bohne. Ich mache die Bohnen heute mal im Handfilter, denn ich habe damit so meine Probleme. Ich habe dazugelernt seit der letzten Folge. Ich will den Kaffee heute im Handfilter mahlen und dafür stelle ich meine Mühle ganz fein ein. Könnt ihr das sehen? Je weiter ich das hier aufdrehe, umso gröber wird's. Und je mehr ich das zudrehe, umso feiner wird's. Und ich habe folgendes Problem bei meinem Handfilter. Ich habe das Gefühl, dass das Wasser zu schnell durchläuft. Und ich habe gelesen, man soll den Kaffee dann feiner mahlen, wenn es zu schnell durchläuft. Deshalb probiere ich das jetzt mal auf der feinsten Stufe. Ich hoffe, das gibt die gewünschte Lösung. Gibt das einen Sinn? Ergibt überhaupt irgendwas einen Sinn? Wasser läuft. Bohnen werden gemahlen. Also der riecht schon wirklich verdammt gut. Also je feiner der Kaffee mal gerade eingestellt ist, umso härter müsst ihr auch mahlen. Umso länger dauert der Mahlvorgang. Das muss ich jetzt hier auf die Hartstufe feststellen. Aber ich habe auch gehört, je feiner der Mahlgrad ist, umso mehr Koffein extrahiert ihr. Das heißt, wenn ihr den Kaffee grob mahlt, in der French Press, ist der Koffeingehalt nicht so groß, wie wenn ihr ihn fein durch einen Handfilter trinkt. Jetzt ist aber mal langsam gut hier. Was geht denn? Was ist mit meiner Mühle los? Oh Mann. Die Rösterei Neues Schwarz hat übrigens montags geschlossen, weil sie da immer ihren Rösttag haben. Das heißt, wenn ihr den frischesten Kaffee wollt, geht an einem Dienstag hin und kauft die Sachen, die sie am Tag vorher geröstet haben. Was geht? Warum sind meine... Boah, die ewige Mühle, ey. Der Kaffee hier hört nie auf. Ich überhaupt so viel Kaffee zum Filter. Ach, endlich. Jetzt könnte ich so einen Kaffee gebrauchen. Also, Handfilter, die gute alte Methode. Ihr schnappt euch eine große Tasse, setzt den Filter drauf, den Filter ein. Ganz normal umknicken, wie damals bei Oma. So, wenn das Wasser frisch aufgekocht ist, ruhig mit Filter einmal kurz durchspülen. Bisschen hin und her. Vorteil dabei, die Tasse wird schon mal vorgewärmt und der Kaffee schmeckt nachher nicht mehr so nach Filter. Was ist das hier für ein Dreck? Oh Gott, ich hab zu wild gemahlen, die Mühle ist ganz warm. Aber das Pulver riecht fantastisch. Ist jetzt super fein. Oh ja, das wird ein starker Kaffee. So ein bisschen schütteln, wie ein Babypopo. Wasser sollte 96 Grad haben. Da warte ich jetzt einfach. In der Zeit kann ich schon mal einen Timer vorbereiten, und zwar auf 4 Minuten. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass wenn ich den Kaffee mit der Handfiltermethode mache, läuft das Wasser schneller durch als 4 Minuten. Und ich habe mich gefragt, woran das lag, weil vorher war das nicht so. Also mal schauen, wie es mit dieser Kaffeesorte ist. Aber die letzten Kaffeesorten, die ich auf diese Filtermethode gemacht habe, da ist das Wasser immer schneller durchgelaufen als 4 Minuten. Und ich dachte immer, 4 Minuten sei die magische Zeit. Wenn ich irgendwas falsch mache oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Kaffee jetzt sehr fein gemahlen, damit die Durchlaufzeit noch etwas länger ist. Und ich hoffe, das ist das Rätsels Lösung, des Pudels Kern. Aber was weiß ich schon. So, das Wasser hat Temperatur.
Ich bereite den Aufguss vor. Also erstmal wieder eine Runde Blumen lassen. Es schäumt jetzt gerade noch nicht so wirklich viel. Ah doch, da. Seht ihr? Wow, yeah. Das ist gut, denn das heißt, der Kaffee ist schön frisch. Das CO2 tritt aus. 30 Sekunden sind gleich um. Und dann gieße ich volle Suppe auf. Fuck. Oh nein. Das blubbert herrlich. Das ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen für frischen Kaffee, aber ihr hört auch schon, es plätschert wie nichts Gutes. Mm. Ah, frisch gebrühter Kaffee. Jetzt plätschert es nicht mehr. Das ist sehr gut. Vielleicht schaffen wir ja die 4 Minuten Durchlaufzeit. Also wir sind gleich bei der 2-Minuten-Marke. Das heißt, wir haben die Hälfte geschafft. Normalerweise bei den anderen Kaffeesorten hatte ich jetzt schon, kam ich jetzt schon nicht drum rum nachzugießen. Ich mache einen neuen Aufguss. Die 4 Minuten sind um, der Kaffee ist mal noch nicht durchgelaufen. Der Vorführeffekt, Vorführeffekt! Sonst, wenn ich nicht gefilmt habe, ist der Kaffee immer viel zu schnell durchgelaufen. Das ist auf jeden Fall schön dunkel. Neues Schwarz, das hier ist neues Schwarz. Also, stelle fest, wenn der Kaffee sehr fein gemahlen ist, dann beträgt die Durchlaufzeit für eine große Tasse etwas länger als 4 Minuten. Er ist extrem bitter. Bestimmt, weil ich zu viel Pulver genommen habe. Also ich meine mich zu erinnern, dass die Rösterei Neues Schwarz ihren Kaffee relativ kurz röstet. Dadurch ist die Säure etwas betonter. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Säure ist, ob das bitter ist, ob ich einfach doof war. Oder ob das die Mandarine ist. Mandarinen sind ja auch sauer. Also die Fruchtnote... Ja, ich schmecke die Fruchtnote. Mandarine, hier steht's. Ich habe keine Ahnung, ob es an der Zubereitungsmethode liegt, ob an der Durchlaufzeit, an dem Mahlgrad oder ob es die Kaffeesorte selbst ist. Deshalb würde ich sagen, ich probiere das nochmal mit der French Press. Also es ist die Kaffeesorte. Die Kaffeesorte ist sehr sauer im Vergleich zu denen, die ich aus dem Röstwerk habe. So langsam fange ich sogar an, schwarzen Kaffee zu mögen. Sonst, jetzt muss ich es zugeben, sonst trinke ich meinen Kaffee nicht immer mit viel Milch und viel Zucker. Das war Phil macht eine Tasse Kaffee, Episode 4. Es wird vorerst die letzte sein. Ich werde hin und wieder mal, wenn mir danach ist, noch ein paar Updates rausbringen. Aber im Prinzip kann ich euch nicht mehr viel Neues zeigen. Ich habe jetzt die French Press, ich habe jetzt den Handfilter, ich habe die Mühle. Ich habe für mich eine Methode gefunden, wie ich mit dem Kaffee zufrieden bin. Ich werde auf jeden Fall weiter in Privatröstereien einkaufen und meinen Kaffee beziehen und mich durch die verschiedenen Sorten durchprobieren. Es war aufregend und spannend und eine coole neue Erfahrung. Es war toll, dass ihr dabei wart, in den Kommentaren mir hilfreiche Tipps gegeben habt, auch wenn das Format am Anfang nicht so gut ankam. Ich weiß nicht, ob es immer noch gut ankommt. Naja, ist ja auch egal. Wir werden ja eh nicht mehr monetarisiert. Das heißt, ich mache einfach whatever the fuck I want. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Aber probiert's einfach auch mal aus. Macht euren Kaffee mal manuell. Ich werde jetzt diese Tasse Kaffee noch aufdrehen und hoffen, dass ich durch den Koffeinschock nicht tot umfalle. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.